Vivian Wulff, ich bin 19 Jahre alt, Schauspielerin und komme aus dem schönen Düsseldorf. Also ursprünglich komme ich aus dem schönen Karlsruhe. Natürlich. Meine erste Rolle war ja ein ZDF-Thriller Eisfieber. Und da wurde ich halt gecastet und war natürlich mit 13, war das ganz aufregend, nach Berlin zu fliegen und die Leute da kennenzulernen. Und ja, und dann habe ich die Chance bekommen und durfte zeigen, was ich so. Ja, also den Sprung zwischen eben der Schauspielerei und der Schule ist nicht immer easy, aber es ist halt mein Traum und ich mache es halt super gerne. Ich liebe die Schauspielerei und dafür nehme ich dann auch einfach mal Lerndruck in Kauf, wenn ich gerade mal Unterricht verpasse. Also das mache ich dann schon gerne. Was die Highlights meiner Filmkarriere waren. Jetzt, wo wir hier gerade stehen, passt Alarm für Cobra 11 total gut, weil da habe ich einen Stunt selber gemacht. Da hing ich am Helikopter dran, konnte man dann auch im Film sehen, das war ganz cool. Und dann bin ich hier einmal um den Hafen rumgeflogen. Das war schon echt ein Erlebnis und Adrenalin pur. Also meine Traumrolle, das ist wirklich schwierig so zu definieren. Ich bin ja ganz oft so das liebe Mädchen oder so die richtige Zicke. Und ich würde gerne mal so einen richtigen Bösewicht spielen, das fand ich schon cool. Oder einen Mörder. Wen ich wirklich ganz grandios finde, ist Christoph Waltz. Der spielt wirklich sehr gut. Dann Heath Ledger, war ist eben leider schon verstorben, aber das sind so Menschen, die ich einfach vom Spielen her unglaublich finde. Die erreichen so viel mit so wenig. Paris. Bei Rocket, das war schon der absolute Superdreh, weil ich da halt wirklich Freundschaften geschlossen habe. Natürlich ist Hollywood so das Highlight, aber was mir eigentlich besonders wichtig ist, ist die Leute mit dem, was ich spiele, zu berühren. Also ich rate jungen Schauspielern einfach, dass sie diszipliniert an die Sache gehen, aber trotzdem authentisch bleiben und einfach auf dem Boden bleiben. Das ist halt das Wichtigste an der ganzen Sache, dass man nicht irgendwie denkt, oh Gott, ich mache jetzt was Besonderes, ich bin was Besonderes oder sonst irgendwas. Es ist schon ein bisschen schwierig und vor allem oft sehr windig. Nee, aber Sorbet, das ist so geil. Mein Karriere-Highlight. Also, das machen wir doch draußen. Alles klar, Chef. Also wesentliche Unterschiede. Und,